Gutachten, ich darf Sie begrüßen. Mein Name ist Günther Jakob Laut und wir werden dieses Semester einiges an Zeit miteinander verbringen, wenn Sie das wollen. Die Vorlesung beginnt immer um 9 Uhr. Warum, das haben Sie vielleicht schon mitgekriegt, weil es immer technische Probleme gibt, üblicherweise bis ich hier alles zum Laufen kriege. Starten wir also in Zukunft und für den Rest des Semesters immer um 9 Uhr. Ich hoffe, dass ich dann demnächst auch ein günstigeres Mikrofon hier bekomme. Die Vorlesung Physikalische Chemie und die Übung, die ist komplett mehr oder weniger im Netz. Und zwar ist Ihre erste Adresse hier der ILIAS-Server. Wenn Sie da noch nicht waren, auf ili.fh.aachen.de gehen Sie und loggen sich ein. Hier muss man drücken. Ja, dann suchen Sie die entsprechende Seite von mir und finden dann zum Beispiel meine Lehrveranstaltungen. Und für Sie von Interesse ist vielleicht später Betreuung von Bachelorarbeiten, aber erstmal hier Physikalische Chemie, Bachelorstudiengang Biotechnologie und Praktikum Physikalische Chemie für Bioingenieure, Studiengang Biotechnologie. Die beiden Dinge sind wirklich interessant. Wenn Sie hierauf gehen, können Sie die ganzen Unterlagen zum Praktikum einsehen, Sie können die Online-Tests durchführen. Und wenn Sie hierauf gehen, dann haben Sie Zugang zu allen Vorlesungsunterlagen. Außer für die Dozentenunterlagen, da haben Sie nicht die Berechtigung. Sie können also Folgendes alles sehen. Sie können das Skript sich in Farbe nochmal anschauen, wenn Sie es nicht schon haben. Jetzt, ich habe auch noch ein paar Exemplare hier. Sie können sich die Übungsaufgaben anschauen. Klausuren vom letzten Mal, vom vorletzten Mal können Sie sich anschauen. Und für Sie vielleicht auch besonders wichtig, die Folien, die ich heute auflege und die ich auch nächste Woche dann auflegen werde, die sind hier zeitnah immer abzurufen. Wenn Sie also das nicht so gut erkennen können, wenn Sie nochmal nachschauen wollen, Sie können also die Folien, die ich hier projiziere, können Sie sich auch anschauen. Gehen wir mal zurück wieder. Zum Praktikum. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Gestern Abend waren also erst die hier gelb gezeichneten Online-Tests durchgeführt. Vor allem die Gruppe, die heute dran ist, die möchte ich doch bitten, dass sie die Versuche, die sie heute macht, noch im Online-Test bearbeitet. Wenn Sie dann eine Mail kriegen von mir, ist kein Problem, ne? Das ist eine Erinnerung dann. Gut, das ist diese Sache. So, hier PowerPoints. Brauchen wir das? Und dann brauchen wir. Dann brauchen wir. So, die Videoanlage hier wurde vor etwa einem Jahr durch Ihre Studienbeiträge gekauft, installiert. Und ich weiß nicht, was passiert jetzt in den nächsten Semestern, aber heute oder dieses Semester wollen wir sie noch nutzen. Sie können sich also die Vorlesungen heute Abend vielleicht oder spätestens morgen dann im Netz anschauen. Sie können also auch, wenn Sie Mittwochmorgens keine Zeit haben, sich die Vorlesungen so anschauen. Heute wollen wir ein bisschen zu den Grundbegriffen der physikalischen Chemie kommen und wir wollen auch ein bisschen Organisatorisches noch erklären. Ein paar Informationen noch, soweit ich die nicht schon gegeben habe. Dann die legitime Frage, was ist überhaupt physikalische Chemie, was kann man damit anfangen? Und dann eben ein paar Grundbegriffe dazu.
Vielleicht nochmal was zu meiner Person. Ich habe Chemie studiert, bin Chemiker, habe dann 5 Jahre in der BASF gearbeitet, The Chemical Company, habe dort Katalysatoren entwickelt, habe auch heute noch Kontakte dorthin. Wenn Sie mal eine Exkursion dorthin machen wollen, bieten wir regelmäßig an im Masterstudiengang. Ich war dann 5 Jahre in Lübeck als Dozent und seit 1999 bin ich in Aachen bzw. hier in Jülich als Dozent für physikalische Chemie und auch für Kostenrechnung. Wenn Sie ein paar AFL-Punkte noch brauchen, nächstes Semester gibt es wieder die Kostenrechnung. Ich würde dann auch mit Ihnen durchsprechen. Aber erstmal zur physikalischen Chemie. Die Vorlesung und Übung, Sie hatten eine Frage. Warum ich da nicht mehr bin? Ach, das hat viele Gründe. Es ist so, wenn Sie in so ein großes Unternehmen kommen, dann arbeiten Sie etwa 5 Jahre maximal im selben Job und dann werden Sie versetzt. Das heißt also, nach den 5 Jahren würde ich ohnehin, wäre eine Versetzung für mich anberaumt gewesen und die war für mich jetzt nicht so attraktiv. Ich habe dann, weil ich schon vorher Kontakte zu Fachhochschulen hatte, ich hatte also schon während des Studiums, habe ich schon Lehraufträge in Fachhochschulen durchgeführt, habe mich dann anders entschieden. Aber wir können gerne darüber reden. Kommen Sie mal in eine Sprechstunde, Mittwoch 11 Uhr. Vorlesung, also 9 bis 10.45 Uhr, und Übung gemischt. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie Mittwochmorgens Zeit haben, nehmen Sie einen Taschenrechner mit, damit Sie auch die Übungen mitrechnen können. So, dann die Klausur, gut, das ist also im Juli und im September. Wäre mir ganz recht, wenn Sie sich gleichmäßig auf diese beiden Termine verteilen würden, dann habe ich nicht so viel zu korrigieren. Aber das ist Ihnen freigestellt. Ne? Sie können also mit mir persönlich reden, Mittwoch 11 Uhr. Sie können auch natürlich über Elias oder über E-Mail mich kontaktieren. Es gibt da noch eine ganz tolle Sache, auch mit Studiengebühren finanziert. Es gibt eine Online-Sprechstunde, aber nur sporadisch genutzt. Da können Sie sich also dann online mit mir verbinden und dann kann ich Ihren Bildschirm beeinflussen. Aber kommen wir vielleicht andermal raus. Ja, und auf dem Podcast-Server, das ist die Sache, wo Sie, oder die Stelle, wo Sie die Videos dann finden. Üblich ist es, dass man zu Beginn einer Vorlesung ein paar Literaturempfehlungen gibt. Es gibt ja für jedes Fach gibt es so ein klassisches Standardwerk. Denken Sie an Mathematik, den Papula, der ist also ganz weit verbreitet. Genauso ist es auch für die physikalische Chemie. Da gibt es 2, 3 Standardwerke, um die kommen Sie nicht rum. Gibt es auch in der Bibliothek in vielen Exemplaren. Einmal der Engel und Reed und einmal der Atkins. Das sind so die Standardwerke, dicke Bücher, können Sie durch das ganze Studium begleiten, sind aber eher für Leute gedacht, die jetzt sich sehr für physikalische Chemie interessieren. Sie können sie auch jederzeit ausleihen. Für diese Lehrveranstaltung, also für Nebenfächler, reicht ohne weiteres ein gutes Standard-Chemie-Lehrbuch aus, wie zum Beispiel hier den Brown oder den Mortimer. Natürlich können Sie auch mit dem Skript ganz gut arbeiten. Das ist im Grunde eine Kurzfassung dessen, was in den Lehrbüchern steht. Sie finden dann auch auf dem Elias-Server finden Sie auch noch ein Skript in englischer Sprache, wenn Sie das bevorzugen. Sie finden noch mehrere Formelsammlungen, wenn Sie das haben wollen, Zusammenstellung der wichtigsten Formeln. Auch in Deutsch und in Englisch. Sie können sich auch selber Formelsammlungen zusammenstellen. Die Klausur später wird eine Kofferklausur. Sie können verwenden, was Sie wollen, können auch die Lehrbücher mitnehmen. Aber Sie haben halt nur 1,5 Stunden Zeit. Sie müssen da sehr schnell die entsprechenden Themen finden. Gibt es jetzt noch Fragen zum Organisatorischen? Wenn nicht, dann starten wir jetzt mal in ein neues Gebiet für Sie vielleicht, in die physikalische Chemie.
Was ist das überhaupt? So, Zwischending zwischen Physik und Chemie, wenn man mal das Wort betrachtet. Es ist so, im Laufe der Historie hat sich unter physikalischer Chemie gewissen Themengebiet rauskristallisiert. Und für mich sehr schön zusammenfassend, was die physikalische Chemie will, das hat William Thomson im Ende des 19. Jahrhunderts formuliert. Und zwar hat William Thomson, der später geadelt wurde und seitdem sich Lord Kelvin nennen durfte, hat Folgendes gesagt, das steht also auch auf dem Titelblatt ihres Skriptes. Er hat gesagt, wenn du das, worüber du sprichst, messen und in Zahlen ausdrücken kannst, nur dann weißt du etwas darüber. Wenn du das nicht kannst, weder messen noch in Zahlen ausdrücken, dann ist dein Wissen dürftig und unbefriedigend. Ja, und genau das macht die physikalische Chemie. Sie nimmt vor allem chemische, aber auch physikalische Sachverhalte und versucht, so viel wie möglich zu messen und in Zahlen auszudrücken. Wenn Sie zum Beispiel sowas hier sehen, Alltag, Glas Wasser, ist das für den Physikochemiker ist das also sehr unbefriedigend, wenn Sie hier sagen, das ist ein Glas Wasser, was flüssig ist und was, weiß ich, einigermaßen voll ist oder so, was weiß ich. Das ist also für den physikalischen Chemiker ist das sehr unbefriedigend. Der Physikochemiker versucht hier zu viel zu messen, wie es geht. Und zum Beispiel sowas hier wäre dann eine adäquate physikalisch-chemische Darstellung von Wasser. Sie haben also hier Volumen, Temperatur, Druck in einem Zustandsdiagramm eingezeichnet. Und es ist eines von meinen Wünschen, dass Sie dieses Zustandsdiagramm lesen können am Schluss der Vorlesung. Das ist also eine wichtige Sache, dass Sie sich damit auskennen, dass Sie sich darin orientieren können, ein Zustandsdiagramm. Aber keine Angst, wir gehen also langsam vor. Die physikalische Chemie ist eine Art Weltanschauung, wenn Sie so wollen. Jede Disziplin hat ja so ihre Untersuchungsobjekte, die Biologie halt, Fauna und Flora oder die Astronomie, halt die Sterne und so weiter. Und die physikalische Chemie befasst sich mit etwas, was sie nennt Systemen. System ist das Untersuchungsobjekt der physikalischen Chemie. Jetzt werden Sie fragen, was ist ein System im physikalisch-chemischen Sinn? Das ist was ganz Einfaches. Das ist nämlich ein Teil des Universums. Ein Teil des Universums, den Sie selber festlegen. Also ein abgegrenzter Raum. Die Grenzen können gedacht sein oder real sein. Zum Beispiel der Inhalt dieses Bechers kann ein System sein. Ist ein System. Oder der Inhalt dieser Flasche ist ein System. Eine Zelle kann ein System sein. Der Raum hier ist ein System. Sie müssen nur die Grenzen irgendwie definieren, entweder als reale Grenzen oder als gedachte Grenzen. Sie können sich hier auch einen Liter Luft vorstellen, ne, mit gedachten Grenzen, ist Ihr System. Und das ist also der Untersuchungsgegenstand der physikalischen Chemie. Üblicherweise oder eigentlich immer sind in diesem System sehr, sehr, sehr viele Teilchen vorhanden. Also nehmen Sie hier die Luft zum Beispiel, ein Liter Luft, da sind größenordnungsmäßig 10 hoch 20 Teilchen vorhanden. Oder hier, wenn Sie Wasser reinfüllen, haben Sie auch eine ganze Menge Teilchen. Und darum ein bisschen spezieller, die physikalische Chemie befasst sich mit Vielteilchensystemen. Viele, viele Teilchen, das habe ich immer versucht zu skizzieren. Hier haben wir mal ein Teilchen, hier noch eins, hier nochmal. Also die Teilchen müssen jetzt nicht gleichmäßig verteilt sein. Es gibt also durchaus Systeme, wo das heterogen verteilt ist. Zum Beispiel hier irgendwie unten eine Flüssigkeit, oben ein Gas wäre ein System. Dann müssen die Teilchen auch nicht dieselben sein. Es können auch verschiedene Teilchen sein. Im einfachsten Fall haben Sie nur eine Sorte Teilchen. Dann haben Sie ein Ein-Komponentensystem. Das wäre jetzt hier ein Zwei-Komponentensystem. Mit Vielteilchensystem. Das hier wäre zum Beispiel genauso ein Vielteilchensystem.
Sie haben hier unten eine dichte Phase, hier oben eine dünne Phase. Sie haben Wasser, das wären die roten Teilchen. Sie haben Kohlendioxid, das wären die blauen Teilchen. Also wäre praktisch so ein Vielteilchensystem. Was macht die physikalische Chemie mit dem Vielteilchensystem? Erstmal beschreibt sie dieses System, ne, mit vielen Zahlen, ganz im Sinne von Lord Kelvin. Und die Beschreibung des Systems mit Zahlen nennt man Zustand. Ne, wir versuchen den Zustand des Systems zu erfassen, komplett zu erfassen mit Zahlen. Das heißt, wir beschreiben den Zustand. Und dann kann sich der Zustand auch ändern. Und auch das versuchen wir mit Zahlen zu beschreiben. Wir können meinen Zustand hier beschreiben mit Zahlen und dann können wir meinetwegen diese Flasche in den Kühlschrank stellen. Dann ändert sich der Zustand, dann können wir den neuen Zustand wieder beschreiben. Und wir versuchen dann Gesetzmäßigkeiten zu finden zwischen diesen ganzen Zahlen. Also ein bisschen abstrakt formuliert, die physikalische Chemie befasst sich mit der Beschreibung von Zustand und Zustandsänderungen von Vielteilchensystemen. Zustandsänderungen nennen wir auch Prozesse. Prozesse im physikalisch-chemischen Sinn, Zustandsänderung. Oh, es gibt ein paar Teilgebiete der physikalischen Chemie. Haben Sie bestimmt schon gehört. Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie, Phasengleichgewicht. Es gibt noch mehr, aber das sind die vier Teilgebiete, die ich mit Ihnen in diesem Semester durchsprechen will. Es geht in allen vier Fällen um Systeme. Bei der Thermodynamik geht es um die Frage, was geht? Also was kann in so einem System passieren? Was ist überhaupt möglich? Was ist erlaubt? Welche Zustandsänderungen sind möglich? Und welche sind nicht möglich? Ist natürlich vor allem für die Chemie interessant oder für die Biochemie, wenn Sie eine Reaktion hinschreiben, eine Tafel. Papier ist ja geduldig, können beliebige Reaktionen hinschreiben, dann sagt Ihnen die Thermodynamik, ja, das ist möglich oder nein, das ist nicht möglich. Und zwar richtig in Zahlen. Und dann sagt Ihnen die Thermodynamik auch, an welchen Schrauben Sie drehen können, damit ein Prozess möglich wird oder ob Sie gar keine Chance haben. Ja, also Thermodynamik sagt, ob was geht oder ob was nicht geht. Oder ob sie irgendwie ein Gleichgewicht gibt, ja, auf den sich ein System zu bewegt. Gleichgewicht ist ein ganz wichtiger Begriff in der Thermodynamik. Die Thermodynamik übrigens ist eine zeitlose Wissenschaft. Üblicherweise zeitlos heißt, die Zeit haben Sie hier als Parameter nicht. Ist völlig egal, wie lange ein Prozess dauert. Das ist in der Thermodynamik völlig irrelevant. Die Frage ist nur, ist ein Prozess möglich oder nicht? Beispielsweise, Sie haben Knallgas. Kann Knallgas zu Wasser reagieren? Thermodynamik sagt ja und sagt nicht nur ja, sagt auch eine Zahl dazu, wie groß diese Kraft ist, dieser Antrieb ist. So, wenn es um die Zeit geht, dann haben wir die Kinetik. Die Kinetik kommt jetzt ins Spiel, wenn die Thermodynamik grünes Licht gibt. Prozess ist möglich, irgendeine biochemische Umsetzung ist möglich. Kinetik fragt sich jetzt, wie schnell geht das Ganze? Geht das irgendwie sehr langsam? Geht es ein bisschen schneller? Geht es unkontrollierbar schnell und an welchen Schrauben kann ich drehen, damit der Prozess langsam oder schneller läuft. Wie schnell läuft ein Prozess ab? Das sind die beiden Grundteilgebiete der physikalischen Chemie. Elektrochemie ist im Grunde auch Thermodynamik und Kinetik, aber da haben wir jetzt zusätzlich im System geladene Teilchen. Wenn Sie geladene Teilchen haben, Ionen, Elektronen, haben das spezielle Effekte noch, die die Elektrochemie beschreibt, Spannung, Stromstärke und sowas. Und wenn Sie in einem System eine Phasengrenze haben, wie zum Beispiel hier, haben Sie eine Phasengrenze hier drin, dann gibt es auch zusätzliche oder weitere Erscheinungen, Phänomene und die werden dann mit diesem im Gebiet Phasengleichgewichte diskutiert. Gut. Wir gehen zurück ganz an die Grundlagen. Sie werden merken, die physikalische Chemie, die Thermodynamik, mit der wir anfangen werden, ist sehr abstrakt in ihrer Ausdrucksweise.
ist deshalb nicht so einfach zu verstehen vielleicht, aber sie ist aber auch universell gültig. Also was Sie hier lernen an Gesetzmäßigkeiten, soweit wir es wissen, gilt für alle möglichen Prozesse im Universum. Seien sie physikalisch, chemisch, biochemisch oder sonst wie. Fangen wir jetzt mal bei den ganz elementaren Grundlagen an. Ich hatte Ihnen gesagt, ein System ist ein Raum im Universum, der klare Grenzen hat. Und je nachdem, was für Grenzen das sind, unterscheidet man folgende drei Fälle. Also erstmal hier, das ist das Universum, das Blaue. Ne? Das wird Universum sein. Das Weiße, das ist das System. Und alles andere, der Rest des Universums, den nennen wir Umgebung. Im Englischen Surroundings. System and Surroundings. Und zwischen System und Umgebung haben sie Grenzen, entweder gedacht oder real. Und wenn diese Grenzen, oder die Grenzen können durchlässig sein für Energie oder undurchlässig sein für Energie. Sie können durchlässig sein für Materie oder undurchlässig sein für Materie. Und da gibt es drei Kategorien. Es gibt offene Systeme, geschlossene Systeme und isolierte Systeme. Das hier ist ein offenes System. Sie haben hier Materieaustausch mit der Umgebung möglich. Sie haben hier Energieaustausch mit der Umgebung möglich. Offenes System. Das hier ist ein offenes System, ne, für einen klassischen Chemiker. Das hier ist noch ein geschlossenes System. Energieaustausch ist möglich. Wärme kann in das System fließen, oder Sie können das System komprimieren, auch das ist ein Energieaustausch, aber Materieaustausch ist erstmal nicht möglich. Das wäre ein geschlossenes System. So was hier. Und wenn Sie jetzt irgendwo eine Thermoskanne hätten, dann hätten Sie, und die gut verschließen, dann hätten Sie ein isoliertes System, kein Energie- und kein Materieaustausch mit der Umgebung möglich. Das Universum als Ganzes, weil es ja keine Umgebung hat, per Definition, ist auch ein isoliertes System. Also Gesetze, die für isolierte Systeme gelten, die gelten auch für das ganze Universum. So. Man kann Systeme noch anders unterteilen, und zwar ganz wichtig nach Phasen und Komponenten. Unsere erste Aufgabe ist ja, ein System eindeutig zu charakterisieren. Sie müssen das System so charakterisieren, dass es jeder auf der Welt, jeder Wissenschaftler nachstellen kann, eindeutig. Und da ist es wichtig, dass Sie Phasen und Komponenten angeben. Das hier zum Beispiel ist ein System, was auch immer das sein mag, ein Gas oder sowas, ein Liter Gas soll das mal sein. Das ist einheitlich. Überall im System herrschen dieselben Verhältnisse. Es gibt keinen Sprung in irgendwelchen Eigenschaften. Und das nennt man ein homogenes System. Da haben wir nur eine Phase vorliegen. Phase gleich 1. Ne? Phasen sind homogene Bereiche im System. Wenn Sie sowas haben hier, dann haben Sie zwei Bereiche, die sich unterscheiden. Sie haben eine Phasengrenze. Das wäre ein heterogenes System. Mit zwei Phasen. Das hier ist auch ein heterogenes System. Das hier auch. Natürlich könnten Sie jetzt in Gedanken dieses System unterteilen in so ein Teilsystem hier unten und ein Teilsystem hier oben, und dann hätten Sie wieder zwei homogene Systeme. Das ist alles legitim. Aber als Ganzes wäre es ein heterogenes System. Und üblicherweise sind natürlich die Systeme, mit denen Sie es in der Natur zu tun haben, sehr komplex und oft sehr, sehr heterogen. Also hier wäre zum Beispiel P gleich 2, Anzahl der Phasen. Verwechseln Sie nicht Phasen und Komponenten. Hier zum Beispiel, das wäre ein heterogenes System, ein bisschen näher betrachtet. Ja, vielleicht Wasser, hier unten flüssig und oben Wasserdampf. Können Sie sich vorstellen, Wasser und Wasserdampf wäre ein heterogenes System, zwei Phasen, aber nur eine Komponente. Wir haben nur Wasser, H2O als Teilchen. Auch das hier wäre ein heterogenes System, aber eine Komponente nur. Zum Beispiel Glykol oder sowas. Oder Ethanol. Ethanol ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ethanol und Wasser.
Und wenn Sie das beides zusammenkippen, dann haben Sie zwei Komponenten und zwei Phasen. C gleich 2. Bedeutet, der erste Schritt, ein System zu beschreiben, Sie geben an die Anzahl der Komponenten, geben an die Anzahl der Phasen. So, hier haben wir wieder unser System. Ne? Noch gestern hätten Sie gesagt, das wäre ein Allmayer-Kolben, der geschlossen ist. Heute sagen Sie, das ist ein geschlossenes System, welches heterogen ist. Ne? Für den Physikochemiker ist es ein geschlossenes, heterogenes System. Komponenten weiß ich jetzt noch nicht, wie viele da drin sind, aber Phasen sind auf jeden Fall 2 drin. Reicht noch nicht aus, um das System eindeutig zu beschreiben. Sie brauchen ein paar Zahlen im Sinne von Lord Kelvin. Zum Beispiel, was können Sie da messen am System? Sie können das System auf eine Waage stellen, haben dann eine Masse. Die Masse M ist eine Eigenschaft des Systems. Und eine Eigenschaft des Systems nennen wir in der physikalischen Chemie Zustandsgröße. Die Masse M ist eine Zustandsgröße, ne, beschreibt den Zustand. Wir können das Volumen messen. Volumen V ist eine Zustandsgröße. Die Einheiten kennen Sie, sind SI-Einheiten. Für den Chemiker Stoffmenge ist eine Zustandsgröße. Wenn Sie mehrere Komponenten im System haben, müssen Sie oder könnten Sie für jede Komponente eine eigene Stoffmenge angeben. Das wäre dann NI. Diese Zustandsgrößen, die ich jetzt genannt habe, die sind stark abhängig davon, wie groß das System ist. Wenn Sie das System in Gedanken verdoppeln, verdoppeln sich auch diese Zustandsgrößen. Und sowas nennt man extensive Zustandsgrößen. Das sind also 4 extensive Zustandsgrößen. Wenn Sie weitere Größen sich überlegen, zum Beispiel die Dichte, dann ist das eine Größe, die nicht davon abhängt, ob Sie das System verdoppeln oder als Originalsystem beibehalten. Das ist eine intensive Zustandsgröße. Sie erhalten intensive Zustandsgrößen, wenn Sie 2 extensive Zustandsgrößen durcheinander dividieren. Masse durch Volumen ist Dichte, wäre eine Zustandsgröße. Mol im Bruch. Eigentlich korrekterweise muss das heißen, Stoffmengenanteil. Molenbruch ist kein ganz exakter Ausdruck, ist eine intensive Zustandsgröße. Temperatur, eigentlich fast die wichtigste intensive Zustandsgröße. Wenn das System verdoppelt, bleibt die Temperatur gleich. Druck, auch eine ganz wichtige Zustandsgröße. Diese Zustandsgrößen kennen Sie alle schon. In der Thermodynamik werden wir mindestens 3 oder 4 neue Zustandsgrößen definieren. Warum werden wir das tun? Weil es sinnvoll ist. Einfach nur, weil es sinnvoll und praktisch ist. Ob Sie diese Zustandsgrößen verstehen, das ist nicht das Kriterium, ob man da sich anschaulich was vorstellen kann. Wichtig ist, dass die Zustandsgröße wichtig ist, also dass die sinnvoll ist, dass die wichtig ist, dass die sinnvoll zu verwenden ist. Sie können beliebige Zustandsgrößen sich erfinden. Sie können die Masse zum Quadrat nehmen und durch Stoffmenge auch 3 nehmen. Hätten Sie eine neue Zustandsgröße. Wäre zu messen, aber ob die sinnvoll ist, ist die Frage. Sehr sinnvolle Zustandsgrößen sind die innere Energie U. Das sind also meistens Größen, die mit Energie zusammenhängen. Also die innere Energie ist eine Eigenschaft eines Systems. Die Enthalpie H, die Entropie S und das sind jetzt extensive Zustandsgrößen, die können Sie in intensive Zustandsgrößen umwandeln, wenn Sie einfach durch eine weitere extensive Zustandsgröße dividieren, zum Beispiel die molare Enthalpie oder das chemische Potential μ. Das ist eigentlich mit die wichtigste Zustandsgröße, die Sie kennenlernen werden. Das chemische Potential μ ist nämlich ein Maß für die Stabilität. Aber dazu kommen wir später noch. Hier. Freie Enthalpie G, damit Sie hier alle Zustandsgrößen sehen, die Sie im Laufe der Zeit kennenlernen werden. Es gibt also im Prinzip unendlich viele Zustandsgrößen, Sie können neue dazu erfinden. Brauche ich jetzt wirklich alle Zustandsgrößen, um mein System zu beschreiben? Die Antwort lautet nein. Und diese Antwort verdanken wir einem der ganz Großen der physikalischen Chemie, dem Herrn Gibbs.
Joshua Willard Gibbs lebte also Ende des 19. Jahrhunderts und seine Arbeiten wurden also lange Zeit nicht verstanden oder ignoriert, weil sie sehr kompliziert geschrieben sind. Aber heutzutage gilt er als einer der größten Thermodynamiker aller Zeiten. Auch diese Abkürzung G, die Sie vorhin gesehen haben, ist auf Herrn Gibbs zurückzuführen. Der Gibbs, von dem stammt eigentlich die einfachste Gesetzmäßigkeit in der Thermodynamik. Und zwar lautet diese Gesetzmäßigkeit die Gibbsche Phasenregel. Und zwar ist es die Antwort auf die Frage, wie viele Zustandsgrößen brauche ich, um ein System eindeutig zu beschreiben. Wie viele intensive Zustandsgrößen, F ist die Anzahl dieser Zustandsgrößen, die ich brauche, wie viele Größen sind notwendig, um ein System aus C Komponenten, das müssen wir natürlich schon wissen, und P Phasen vollständig zu beschreiben. Ich habe hier ein besonders einfaches System mitgebracht, das ist ein Einkomponentensystem. Das System, die Komponente, die hier drin ist, ist Butan. Und Sie sehen, es ist ein Zwei-Phasen-System. Wir haben hier flüssiges Butan und gasförmiges Butan. Also hier hätten wir zum Beispiel eine Komponente und zwei Phasen. Wie viele Größen brauchen wir, um das System eindeutig zu beschreiben? Das sagt uns Herr Gibbs. Sie können auch umgekehrt fragen, wenn Sie so ein System haben, wie viele Zustandsgrößen sind frei wählbar? Welche Größen kann ich mir hier bei dem System frei aussuchen? Wie viele Freiheitsgrade habe ich? So heißt es auch, Freiheitsgrade, darum auch das F für Freiheitsgrade. Und die Formel ist also wirklich extrem einfach. F gleich C minus P plus 2. Können Sie sich dick anstreichen, die Gibbsche Phasenregel ist ein Gesetz, ist eigentlich keine Regel, sondern ist wirklich ein Gesetz. F gleich C minus P plus 2. Das erste Gesetz, was Sie hier lernen, das ist die Gibbsche Phasenregel. C ist die Anzahl der Komponenten, P die Anzahl der Phasen und F ist die Anzahl der Freiheitsgrade, also die Anzahl der Größen, die Sie angeben müssen, um ein System eindeutig zu beschreiben. So, gucken wir uns hier mal ein ganz einfaches System an. Ein Gasballon gefüllt mit Helium. Was muss ich angeben, damit jeder Wissenschaftler auf der Welt diesen Gasballon eindeutig nachstellen kann? So, wir nehmen die Gibbsche Regel. Wie viele Komponenten haben wir bei einem Heliumballon? Eine Komponente Helium. Wie viele Phasen haben wir bei einem Heliumballon? Eine, nämlich Gasphase. Nicht verwechseln. Und dann kommt eine ganz schwere Rechnung. Das heißt, zwei Freiheitsgrade habe ich. Ich brauche zwei intensive Zustandsgrößen, um den Ballon zu beschreiben. Welche Größen das sind? Ist mir überlassen. Sehr häufig nimmt man die Temperatur und den Druck. Wenn Sie Temperatur und Druck festlegen, haben Sie den Ballon eindeutig beschrieben. Sie können auch nicht mehr Größen festlegen, denn mit der Festlegung von zwei Größen ist alles beschrieben. Sie können sich nicht ein Volumen wünschen, noch. Das geht nicht. Sie müssen also zumindest keine Dichte dürfen Sie sich wünschen. Sie dürfen sich eine extensive Größe wünschen, okay, aber Sie dürfen sich keine weitere intensive Größe wünschen. Ihre Stimmzahl ist ausgereizt. Ihre Freiheitsgrade sind... Sie brauchen genau zwei Angaben. Wenn Sie sagen Helium bei Raumtemperatur, reicht das noch nicht aus. Wenn Sie sagen Helium bei Raumtemperatur und einem Bar Druck, komplett beschrieben. Wenn Sie sagen Helium bei Raumtemperatur, ein Bar Druck und eine Dichte von 1, geht nicht. Sie haben nur zwei Stimmen frei. Sie können sich wünschen, Helium bei Raumtemperatur und Dichte 1. Das dürfen Sie sich wünschen, aber dann dürfen Sie den Druck nicht mehr wünschen. Ja, das ist die Gibbsche Phasenregel. Hier haben wir jetzt früher hätten Sie gesagt ein Feuerzeug, jetzt sagen Sie, das ist ein heterogenes Einkomponentensystem, und zwar ein geschlossenes System. Das ist dasselbe hier.
Wie viele Angaben brauche ich, um das System eindeutig zu beschreiben? Ich nehme mal wieder meine Gibbsche Phasenregel. Komponenten, eine. Phasen, zwei, genau. Und das heißt, Sie haben hier nur ein Freiheitsgrad. Sie dürfen sich nur eine Größe wünschen. Wenn Sie sich die Temperatur wünschen, sind alle Ihre Wünsche schon verbraucht. Der Druck, den dürfen Sie sich nicht wünschen. Der stellt sich automatisch ein. Auch alle anderen Größen stellen sich automatisch ein. Sie haben nur einen Wunsch frei bei diesem System. Ja, das ist die Gibbsche Phasenregel. Ist also eine der wichtigsten Regeln der Thermodynamik. So, wir fangen jetzt mal ganz einfach an mit einem ganz einfachen System, einem Einkomponentensystem. Also wir könnten hier zum Beispiel dieses Butan nehmen und dann werden wir Messungen an diesem Einkomponentensystem durchführen. Die Messapparatur, die wir haben, die sollte natürlich möglichst viele oder wichtige Größen anzeigen. Nehmen wir mal an, Sie untersuchen CO2, ein sehr gut untersuchter Stoff. Den haben Sie hier im System. Und jetzt brauchen Sie eine Messapparatur. Diese Messapparatur gestattet Ihnen, verschiedene Größen einzustellen. Und Sie wissen von Gibbs her, Sie brauchen nur zwei Größen, um eindeutig den Zustand zu bestimmen. Also Sie können sich wünschen, hier die Temperatur, können Sie hier also einstellen, können Sie ablesen. Sie können, meinetwegen hier das Volumen bestimmen, oder die Dichte eigentlich eher, ne? Dichte, sagen wir mal eher die Dichte. Und damit sind Ihre Wünsche schon ausgereizt. Sie können hier Temperatur und Dichte einstellen, haben damit einen eindeutig festgelegten Zustand und können den dann weiter untersuchen oder anschauen oder was auch immer. Sie können zum Beispiel auch den Druck messen hier, und den können Sie aber nicht frei wählen. Sie können sich nicht die drei Größen frei wählen. Sie können sich nur zwei von diesen drei Größen frei wählen. So, und jetzt können wir Experimente machen. Viele Experimente, ganz im Sinne von Lord Kelvin, und können Messdaten anhäufen. Wir untersuchen jetzt das Kohlendioxid in den verschiedensten Zuständen. Wir machen mal eine hohe Dichte, eine niedrige Dichte, eine hohe Temperatur, eine niedrige Temperatur. Wir können beliebige Größen wählen und untersuchen dann das System, schauen uns das System an, wie viele Phasen vorliegen. Und dann kommen wir zu einem Wust von Zahlenmaterial und den können wir jetzt mal sortieren. Ich sagte ja vorhin, die physikalische Chemie untersucht Zustände von Systemen. Das wäre jetzt zum Beispiel Zustände von einem Einkomponentensystem. Wir nehmen mal eine niedrige Temperatur und einen hohen Druck. Das wäre unser Zustand 1, hoher Druck, weiß ich, 100 Bar oder was auch immer, dürfen wir uns ja wünschen. Temperatur, meinetwegen, ja, was nehmen wir, minus 100 Grad, dürfen wir uns auch frei wünschen. Damit sind unsere Wünsche ausgereizt und jetzt gucken wir uns das System an. Und wir sehen im System einen Feststoff. Bei tiefer Temperatur, hohem Druck, haben wir zum Beispiel festes CO2. Hier ist unser System. Die blaue Farbe soll die tiefe Temperatur andeuten. Das schwere Gewicht soll den hohen Druck andeuten. Das heißt, Sie haben hier einen festen Zustand. Und zwar nur einen festen, homogenen Zustand. Eine Phase, homogen, fest. Da haben wir einen Zustand beschrieben. Auch mit Zahlenwerten. Untersuchen wir weiter. Übrigens machen wir es auch grafisch darstellen natürlich. Ne? Wir stellen ja keine Sachen grafisch dar. Ein hoher Druck, niedrige Temperatur. Wir haben hier einen Punkt im PT-Diagramm, der uns eindeutig einen Zustand festlegt. Ne? Ein Punkt in diesem PT-Diagramm ist ein eindeutiger Zustand. Drehen wir mal die ganze Sache um. Wir nehmen eine hohe Temperatur, 100 Grad Celsius plus. Wir nehmen niedrigen Druck, meinetwegen Zehntel Bar und schaut uns das System jetzt an. Was sehen wir? Wieder hohe Temperatur, also rote Farbe, hohe Temperatur. Wir sehen niedrigen Druck, wir sehen im System ein Gas. Ein homogen verteiltes Gas, eine Phase, die Gasphase.
können Sie auch grafisch darstellen. Das ist also ein Punkt hier im PT-Diagramm, der hier rechts unten liegt. Und Sie können den Bereich im PT-Diagramm, in dem Gasphase vorliegt, können Sie natürlich auch mit einem G dann kennzeichnen. Nehmen wir mal einen mittleren Druck, mittlere Temperatur. Da müssen wir jetzt schon ganz genau tarieren. Dann haben wir nämlich einen Zustand, der genauso aussieht wie hier. Wenn Sie also geschickt tarieren, diese Zustände, dann kriegen Sie nämlich zwei Phasen. Sie haben also jetzt hier eine dichte Phase unten, zum Beispiel eine flüssige oder eine feste Phase unten und eine weniger dichte Phase oben. Dann haben Sie zwei Phasen. Sie können also Zustand einstellen und sehen auf einmal zwei Phasen liegen vor. Das liegt dann zum Beispiel auf diesem Punkt. Und wenn Sie jetzt tausende und noch mehr Zustände analysieren, bekommen Sie ein Feld von Punkten im PT-Diagramm. Und Sie haben dann ein Feld hier oben, in dem ist das System fest. Wenn Sie Punkte hier haben, ist es fest. Wenn Sie einen Punkt haben, der hier in dem Bereich liegt, war das System gasförmig. Hier ist das System flüssig. Und wenn Sie Punkte haben, genau auf diesen Kurven, dann haben Sie zweiphasig. Also hier zum Beispiel flüssig fest oder hier hätten Sie flüssig gasförmig. Und hier gibt es einen Punkt, den sogenannten Tripelpunkt, da ist das System dreiphasig. Das ist also ein ganz ausgezeichneter Punkt, ein Fixpunkt, nämlich nach der Gibbschen Phasenregel. Am Tripelpunkt haben Sie drei Phasen, eine Komponente, da werden die Freiheitsgrade 0. Das bedeutet, Sie haben keinen Wunsch mehr frei, das System lässt sich nicht beeinflussen, der Tripelpunkt ist eindeutig festgelegt. Wenn Sie Wasser haben wollen mit drei Aggregatzuständen, dann dürfen Sie sich keine Temperaturen reindrucken und nichts wünschen, dann ist das von der Natur festgelegt zum Tripelpunkt. So. Also diese Darstellung, PT-Diagramm, ist eine grafische Auftragung aller möglichen Zustände. Das gibt uns die Natur vor. Das ist wirklich ein Ergebnis von vielen, vielen Messungen. Hier fest, hier gasförmig, hier flüssig. Flüssig mit dem L abgekürzt, Liquid und S für Solid. Hier sehen Sie nochmal dieses PT-Diagramm. Das ist für alle Stoffe sehr ähnlich. Das sind also so drei Kurven, die in einem Punkt sich treffen, nämlich im Tripelpunkt. Auch typisch ist, dass die eine Kurve irgendwo aufhört und das ist der kritische Punkt. Da werden wir auch noch viel drüber sprechen. Sie können jetzt, Sie haben ja drei Dimensionen zur Verfügung, Sie können jetzt zu jedem Zustand, können Sie auch noch eine weitere Zustandsgröße aufzeichnen, nämlich in die noch verbleibende Komponente. Zum Beispiel können Sie die Dichte noch auftragen, dann bekommen Sie ein dreidimensionales Diagramm im Raum, ein Phasendiagramm, was zu meinen Lieblingsdiagrammen gehört, und das so aussieht. Das ist also ein Phasendiagramm eines reinen Stoffes. Das ist eine Fläche im Raum, eine Fläche im PTV-Raum. Jeder Punkt auf dieser Fläche entspricht einem Zustand. Punkte außerhalb der Flächen gibt es nicht, sind keine Gleichgewichtszustände. Es gibt nur Punkte auf diesen Flächen. Es gibt gekrümmte Flächen, es gibt mehr oder weniger ebene Flächen, es gibt auch Kanten, Unstetigkeiten und hier zum Beispiel auf dieser Fläche, wenn Sie sich auf dieser Fläche befinden, haben Sie einen Feststoff. Auf dieser Fläche hier haben Sie ein Gas und auf dieser Fläche haben Sie Flüssigkeit und Gas gleichzeitig vorliegen. Es ist ein Wunsch von mir, dass Sie dieses Diagramm am Ende des Kurses beherrschen und dann auch Aufgaben darin lösen können. Dass Sie darin lesen können wie in einem Buch. Weil das ein bisschen schwierig zu zeichnen ist, hat es sich eingebürgert, dass man Projektionen von diesem Zustandsdiagramm verwendet. Beliebt ist die PT-Projektion, beliebt ist aber auch die PV-Projektion. Und tatsächlich sind das zwei
Projektionen ein und desselben Diagramms, obwohl es auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussieht. Zustandsdiagramme. Eine Zusammenstellung aller Zustände, die möglich sind für, in dem Fall, Kohlendioxid. Ist also zunächst mal ein Ergebnis vieler Hunderter und Tausender Messungen. Das gibt uns die Natur vor. Der nächste Schritt wäre jetzt für den Wissenschaftler, dieses System zumindest mathematisch zu beschreiben, zumindest in Teilen mathematisch zu beschreiben. Das gelingt auch, da werden Sie also im Laufe der Vorlesung noch lernen, wie man zum Beispiel diesen Bereich hier sehr gut durch das ideale Gasgesetz beschreiben kann. Sie werden lernen, wie man diesen Bereich hier sehr gut durch eine Gleichung beschreiben kann, die man Clausius und Clapeyron benennt. Also in Teilen ist dieses Diagramm gut mathematisch zu beschreiben. Als Ganzes, müssen Sie also Nachsicht haben, als Ganzes gibt es da keine Formel, die das Diagramm beschreibt. Aber es gibt in Teilen sehr gute Näherungen zur mathematischen Beschreibung. Noch weitergehendes Verständnis wäre dann für den Wissenschaftler, wenn Sie aus theoretischen Überlegungen sich dieses Diagramm ableiten könnten. Wenn Sie also ein Modell sich aufstellen und daraus das Diagramm berechnen könnten. Das wäre sozusagen noch eine höhere Form des Verständnisses. Aber erster Punkt ist, wir befragen die Natur, wir befragen das System, wie verhält es sich? Zweiter Punkt, wir versuchen dieses, was wir rauskriegen, die Ergebnisse mathematisch zu beschreiben. Dritter Punkt, wir versuchen das, was wir als Formel rauskriegen oder als Grafik rauskriegen, wir versuchen das zu verstehen anhand eines Molekülmodells oder was auch immer. Hier haben wir also alle möglichen Zustände. Es haben sich zwei Definitionen oder zwei Konventionen herauskristallisiert. Es gibt einen Standardzustand und einen Normalzustand. Verwechseln Sie die beiden Zustände nicht. Der Normalzustand nach DIN 1343 liegt dann vor, wenn Sie 0 Grad Celsius haben und eine Atmosphäre Druck. Das ist eigentlich jetzt heutzutage ein bisschen weniger verbreitet, dieser Normalzustand. 0 Grad Celsius und eine Atmosphäre Druck sind etwas mehr als ein Bar. Vielleicht kennen Sie die Größe 22,4 Liter. Haben Sie schon gehört? Das ist das Volumen eines Gases im Normalzustand. Genau. Also Kohlendioxid im Normalzustand hätte ein Volumen von 22,4 Liter. Daneben gibt es den Standardzustand, der ist eigentlich ein bisschen näher an Raumtemperatur. Sie haben 25 Grad, Sie haben ein Bar Druck. Das ist der Standardzustand, wird oft abgekürzt durch so einen Kringel oben. Ne? Wenn Sie zum Beispiel T0 haben, ne? T0, das wäre die Standardtemperatur. Oder P0, das wäre, hier steht es ja, ne? P0 und T0, Standardzustand. Diesen Kringel oben 0, das ist Standardzustand. Ein Gas bei Standardzustand hat ein bisschen größeres Volumen als 22,4, nämlich 24,8 Liter. So, Zustandsänderung. Gehen wir zurück zu meinem Lieblingsdiagramm. Wie können wir jetzt denn hier das löschen? Moment mal. Können wir das irgendwie löschen? Radierer geht nicht, ne? Naja. Jeder Punkt auf dem Diagramm ist ein Zustand. Also wenn Sie hier zum Beispiel diesen Punkt betrachten, das ist so ungefähr Kohlendioxid im Standardzustand. Also vor Ihrem geistigen Auge muss sich dieser Punkt hier verwandeln in ein Gas im Standardzustand. Jeder Punkt ist ein Zustand. So, jetzt können Sie den Zustand verändern. Sie können ja Ihr Gas bei Raumtemperatur mit 1 Bar Druck, können jetzt zum Beispiel komprimieren, wie eine Luftpumpe, Gas komprimieren. Das bedeutet, Sie gehen von einem Zustand in den anderen über. Zum Beispiel
Ja, das ist Ihr Ausgangszustand. Jetzt gehen Sie zum Endzustand, der vielleicht hier liegt. Hätten Sie eine höhere Temperatur, hätten Sie einen höheren Druck. Und den Weg, auf dem Sie gehen, der könnte zum Beispiel so aussehen. Jede Linie auf dem Diagramm ist eine Zustandsänderung oder auch Prozess genannt. Und damit werden wir uns befassen, vor allem mit chemischen Prozessen. Aber kommt erst später. So. Also hier haben wir ein Gas, meinetwegen bei Raumtemperatur in 1 Bar. Und das ist ein Druckmessgerät zum Beispiel. Also wenn Sie in einem technischen Zeichnung, wenn Sie so ein PI haben, das heißt Pressure Indicator ist ein Druckmessgerät. Ne? Und dann hätten Sie zum Beispiel noch ein Temperaturmessgerät, Temperature Indicator, hätten Sie zwei Größen, die Sie messen können. So. Jetzt erniedrigen Sie die Temperatur, der Druck wird auch geringer und das Volumen bleibt konstant. Das ist ein Prozess. Sie gehen von einem Anfangszustand, Initial State, zu einem Endzustand, Final State. Der Anfangszustand ist gekennzeichnet durch die Anfangszustandsgrößen. Sie brauchen mindestens zwei, oder Sie brauchen genau zwei hier. Der Endzustand ist gekennzeichnet durch die Endzustandsgrößen. Die Änderung der Zustandsgröße von Anfang nach Ende wird durch den Delta gekennzeichnet. In einem physikalisch-chemischen Lehrbuch finden Sie fast auf jeder Seite ein Delta. Zustandsgröße minus Anfangszustandsgröße. Zum Beispiel, Delta T ist Endtemperatur minus Anfangstemperatur. Delta T ist Enddruck minus Anfangsdruck. Delta V Endvolumen minus Anfangsvolumen. Das kann null sein, kann negativ sein, kann positiv sein. Hier zum Beispiel ist die Temperaturänderung negativ. Und auch die Druckänderung ist negativ. Ein Zustand wird durch Zustandsgrößen gekennzeichnet, ein Prozess wird durch diese Deltas gekennzeichnet. Prozess wird durch Deltas gekennzeichnet, Delta P, Delta T. Wenn bei einem Prozess eine Größe konstant bleibt, zum Beispiel das Volumen wie hier, dann heißt dieser Prozess ISO. In dem Fall Isochor, ein isochorer Prozess, Volumen bleibt konstant. Isobarer Prozess, Druck bleibt konstant. Temperatur bleibt konstant beim Isotherm, genauso. So, kommt eine ganz wichtige Sache. Klingt alles noch sehr einfach momentan, aber dieses Delta P, Delta T, Delta Z, diese Änderung der Zustandsgrößen, die hängen nur vom Anfang- und Endzustand ab. Und nicht vom Weg, den wir gehen. Nicht vom Weg, den wir gehen. Also ob wir jetzt hier von dem Anfangszustand bis hierhin gehen, oder ob wir jetzt diesen Weg, oder einen Riesenumweg, völlig egal, das Delta P, Delta T hängt nur vom Anfang- und Endzustand ab. Das sind Zustandsgrößen. Aber es gibt bei jedem Prozess noch weitere Kenngrößen energetischer Art, die vom Weg abhängen. Und zwar ist das Q die Wärme und W die Arbeit. Das sind Prozessgrößen und deren Wert hängt vom Weg ab. Also wenn Sie jetzt Delta P, Delta T beschreiben wollen, reicht diese Grafik aus. Wenn Sie Q oder W angeben wollen, dann müssen Sie genau den Weg beschreiben. Denn Wärme und Arbeit, Q und W, sind wegabhängig, sind Prozessgrößen, die wegabhängig sind. Das ist eine ganz wichtige Sache in der Thermodynamik. Werden Sie vielleicht noch sehen. Also man kann Wärme und Arbeit nicht so einfach benutzen wie Druck und Temperatur. Das sind zwei ganz unterschiedliche Größen. Druck und Temperatur sind Eigenschaften eines Systems, Wärme und Arbeit sind Formen der Energieübertragung und sind wegabhängig.
Ja, vorhin hatten wir ja schon ein paar Wege genannt. Hier haben wir jetzt ein Zustandsdiagramm eines Gases. Das ist also ein Ausschnitt von meinem Lieblingsdiagramm. Das ist ein Ausschnitt und zwar, ja, ne, das ist dieser Ausschnitt hier, ne? Dieser Ausschnitt. Dieser Ausschnitt hier. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, fangen wir mal hier an, das ist unser Ausgangszustand. Wir wollen jetzt einen isothermen Prozess durchführen. Wie müssen wir jetzt hier vorgehen? Also auf welcher Linie bewegen wir uns für einen isothermen Prozess? Sie haben drei Auswahlmöglichkeiten, gelb, rot oder grün. Isothermer Prozess. Rot ist richtig. Temperatur, sehen Sie, ist hier. Und wenn die Temperatur konstant bleibt, dann schneiden Sie diese Fläche entlang der Temperatur durch. Schneiden das also wie so ein Käse oder was auch immer, schneiden es durch entlang konstanter Temperatur und haben dann hier eine isotherme Zustandsänderung. Temperatur ist konstant geblieben, Druck und Volumen haben sich verändert. Das ist eine isotherme, hier gleich konstant. Was ist eine isobare? Druck bleibt konstant. Da schneiden Sie dieses Diagramm durch entlang konstantem Druck und haben dann welche? Konstanter Druck heißt hier Constant Pressure. Sie schneiden diesen Käse einfach hier durch. Ne? So, das wäre hier eine isobare. Das ist isotherme. Und dann gibt es noch die Isochore. Na, bleibt nur noch gelb übrig. Ne? Das wäre eine Isochore. Und Sie sehen es zum Beispiel, um von diesem Punkt A nach dem Punkt B zu kommen, können Sie entweder auf einer Isochore gehen oder Sie können auf einer isothermen und einer isobaren gehen. Oder Sie können unendlich viele Wege dazwischen noch durchführen. Auf all diesen Wegen sind die Zustandsgrößen, Delta, irgendwas, konstant. Aber Wärme und Arbeit sind unter Umständen unterschiedlich. Das macht das Ganze zu kompliziert. Es gibt also viele andere Wege noch. Ein Weg, den will ich Ihnen auch noch ans Herz legen, ist der adiabatische Weg. Den sieht man jetzt hier nicht direkt. Das ist ein Weg, bei dem die Wärme gleich Null ist. Wärme ist, ist konstant, ist kein Wärmeaustausch. Wärme ist gleich Null, müsste man eigentlich schreiben. Nicht konstant, Null. So, korrigieren Sie das. Jetzt kommt was ganz Schwieriges. Ich bin jetzt gleich am Anfang, damit Sie es hinter sich haben oder damit Sie es schon mal gehört haben. Was ganz Schwieriges, was in der Thermodynamik also oft für Verwirrung sorgt. Aber wenn Sie sich konzentrieren, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Hier haben wir ein Gas im Volumen A, das Volumen B ist evakuiert. Ein klassisches historisches Experiment, Anfang des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Gas der linken Kugel, rechts evakuiert, dazwischen ein Hahn. Wenn Sie den Hahn öffnen, was passiert? Das Gas verteilt sich gleichmäßig, genauso ist das. Das wäre jetzt eine Volumenvergrößerung, Verdoppelung eines Gases. Man stellt fest in erster Näherung, dass sich dabei die Temperatur nicht ändert. Das ist der berühmte Überströmversuch von Monsieur Gay-Lussac, dass die Temperatur nicht ändert. Wurde später nachgearbeitet, den Versuch von dem Herrn Kelvin und dem Herrn Joule. Und es wurde festgestellt, ein bisschen ändert sich die Temperatur doch. Und dieser Effekt nennt man Joule-Thomson-Effekt. Aber dazu vielleicht später mehr. Also dieser Prozess hier geht von links nach rechts. Und die Umkehrweg ist also freiwillig nicht beobachtet worden. Das ist ein sogenannter irreversibler Prozess. Und die meisten, oder man kann sagen, alle Prozesse in der Natur sind irreversibel.
lassen sich also nicht so ohne weiteres umkehren. Sie erkennen einen irreversiblen Prozess eindeutig daran, wenn Sie ein Video von diesem Prozess sich anschauen. Sie wissen, Sie können immer sagen, läuft das Video vorwärts oder rückwärts. Wenn Sie das sagen können, das Video vorwärts oder rückwärts läuft, ist es ein irreversibler Prozess. Wenn Sie ein Video angucken, wo es von hier nach hier geht, wissen Sie, es ist unmöglich, das ist ein irreversibler Prozess. Ein anderer irreversibler Prozess, auch ganz häufig, Sie haben zwei, ich sage jetzt mal Systeme, Sie wissen, was gemeint ist, zwei Systeme mit unterschiedlicher Temperatur, bringen die in Kontakt, Wärme fließt dann, und zwar fließt die Wärme immer von heiß nach kalt, irgendwann haben wir die gleiche Temperatur, irreversibler Prozess. Wurde nie beobachtet, dass sich sowas ergibt. Irreversibler Prozess. Natürlich können Sie durch einige Anstrengungen den Prozess schon umkehren, nur ist dann halt nicht mehr alles so, wie es vorher war am Anfang. Und Sie müssen dann irgendwie Energie aufbringen oder was auch immer. Irreversible Prozesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht umkehrbar sind und zeichnen sich dadurch aus, dass immer ein Ungleichgewicht herrscht. Wenn Sie hier den Hahn öffnen, haben Sie zunächst mal ein starkes Ungleichgewicht am Druck. Links hoher Druck, rechts fast null. Und hier erst im Gleichgewicht ist dann der Druck überall gleich. Aber der Prozess selber läuft über Ungleichgewichtszustände. Genauso hier Temperaturungleichgewicht. Erst im Endzustand haben wir Temperaturgleichgewicht, nicht im Gleichgewicht. Irreversible Prozesse. Jetzt kann man sich zumindest den Gedanken vorstellen, dass man jeden irreversiblen Prozess auch reversibel gestaltet. Das ist ein ganz, erfordert schon einiges an Konzentration von Ihnen, das nachzuvollziehen. Wir können jeden Prozess, egal ob der chemisch oder sonst wie ist oder so einfach wie hier, können wir ingenieursmäßig so strukturieren, dass er reversibel wird. Und wenn Sie dann ein Video sehen von dem Prozess, dann wissen Sie nicht, ob es vorwärts oder rückwärts abläuft. Das ist zum Beispiel, das ist nicht ganz einfach immer, diese Konstruktion. Schauen wir uns nochmal das erste Beispiel an. Gas links, rechts Vakuum. Hier links Gas, rechts Vakuum. Das Gas expandiert freiwillig. Und wir wollen das jetzt reversibel gestalten. Wir wollen einen reversiblen Ersatzprozess finden. Und das ist zum Beispiel so zu machen, dass Sie, eigentlich alles reibungsfrei, so ein Gestänge hier konstruieren, welches dafür sorgt, dass diese Wand immer mit genau demselben Druck nach links wirkt, wie das Gas nach rechts drückt. Also ganz geschickt hier immer. Wenn jetzt hier der Kolben sich nach rechts bewegt, dann wird über eine geschickte Leitung, wie auch immer, dieses Gewicht hier angehoben. Es wird also Arbeit gewonnen. Und wenn Sie es geschickt machen, in Gedanken zumindest, dann reicht die Arbeit aus, die Sie hier gewinnen, durch Anheben des Gewichtes, um den Prozess umzukehren, um den Prozess nachher wieder nach links laufen zu lassen. Das wäre ein reversibler Ersatzprozess. Gibt es in Wirklichkeit nicht, und zwar deshalb nicht, weil im reversiblen Fall immer Gleichgewicht herrschen muss zwischen Umgebung und System. Also es muss immer rechts und links auf diese Wand die gleiche Kraft wirken. Und wenn die gleiche Kraft wirkt, bewegt sich natürlich nichts. Also es muss eigentlich links ein bisschen größere Kraft wirken als rechts und dann haben wir kein Gleichgewicht. Jederzeit im Gleichgewicht und darum ist jederzeit umkehrbar. Ist also ein Grenzfall, aber ist in der physikalischen Chemie ein sehr oft zitierter Grenzfall. Sie können jeden Prozess in einen reversiblen Prozess umwandeln, zumindest in Gedanken, einen Prozess so laufen lassen, dass die maximale Arbeit gewonnen wird und die Arbeit reicht dann aus, um den Prozess umzukehren. Folgendes noch als Beispiel aus der Chemie. Sie können Knallgas mit einem Feuerzeug explodieren lassen zu Wasser. Irreversibel. Passiert, also wird sich niemals wieder zersetzen.
Sie können Knallgas in der Brennstoffzelle in Elektrizität umwandeln. Und wenn Sie das ideal machen, reicht die Elektrizität aus, um Wasser zu elektrolysieren wieder. Das wäre der reversible Ersatzprozess dazu. Gleichgewicht ist immer ein ganz wichtiger Begriff in der Thermodynamik. Jeder Prozess läuft auf ein Gleichgewicht hin. Hier zum Beispiel, der erste Prozess lief auf ein Druckgleichgewicht hin. Gleichgewicht heißt, zeitlich ändert sich nichts mehr. Der zweite Prozess läuft auf ein thermisches Gleichgewicht hin. Und der Abstand vom Gleichgewicht ist im Grunde ein Maß dafür, ob der Prozess ablaufen kann oder nicht. Wenn Sie keinen Abstand vom Gleichgewicht haben, kann der Prozess auch nicht stattfinden. Gleichgewicht, wir werden dafür noch häufiger sprechen. Das hier ist ein Beispiel für Druck- und Temperaturgleichgewicht. Anfangs haben Sie unterschiedliche Temperaturen, unterschiedliche Drucke. Ende haben Sie gleiche Temperaturen, gleiche Drucke. Wissenschaftlich ausgedrückt, anfangs haben Sie Delta T ungleich Null. Delta T jetzt im Sinne von innerhalb dieser beiden Systeme Temperaturunterschied und Delta P ungleich Null. Am Ende haben Sie Delta P, Delta T gleich Null. Und Sie können diese mechanischen oder einfachen Prozesse können Sie so beschreiben, das System geht auf ein Gleichgewicht zu und das Gleichgewicht ist mathematisch bestimmt durch Delta P, Delta T gleich Null. Sie werden dann später sehen, das kann man auch für chemische und biochemische Reaktionen tun. Sie haben hier zum Beispiel, was ist das, N2O4. Das könnte jetzt theoretisch zerfallen in NO2. Und wenn Sie es praktisch durchführen, werden Sie feststellen, das zerfällt zum gewissen Teil, aber nicht vollständig. Und auch hier haben Sie einen Anfangszustand und einen Gleichgewichtszustand. Und auch hier gibt es eine Größe, die die Thermodynamik neu erfindet, die den Abstand vom Gleichgewicht beschreibt. Das ist nämlich diese Größe μ. Hatte ich vorhin erwähnt, μ, chemisches Potential. Am Anfang haben Sie, oder hier haben Sie eine Differenz, Delta μ. Sie haben kein Gleichgewicht. Und hier ist Delta μ gleich Null. Das ist ein Maß für den Abstand vom Gleichgewicht. Ist schon ein bisschen sehr weit vorgreifend. Vielleicht machen wir jetzt mal eine Aufgabe, so als zur Entspannung. Ja, Übungsaufgabe. Sie haben also in Ihrem Skript haben Sie insgesamt 28 Übungsaufgaben. Das bedeutet, wir müssen also oder wir sollten pro Unterrichtseinheit 2 Übungsaufgaben rechnen. Das schaffen wir auch ganz gut. Die Klausuraufgaben sind sehr ähnlich den Übungsaufgaben. Werden Sie feststellen, wenn Sie sich die Klausuren aus vergangenen Semestern ansehen. Und zwar auch eine ganz beliebte Klausuraufgabe. Sie sollen in einem Zustandsdiagramm einen Prozess darstellen. Wir nehmen, weil es gut verfügbar ist, das Zustandsdiagramm vom Kohlendioxid. Wir starten mit den Standardbedingungen und sollen dann dieses Gas isotherm verflüssigen und isobar abkühlen. Also Sie müssen einfach nur 2 Striche zeichnen in das Diagramm und haben damit die Aufgabe gelöst. Aber die Striche müssen eben auch richtig sein. So, hier haben wir unser Zustandsdiagramm und wir orientieren uns zunächst mal an diesen beiden wichtigen Größen, die genannt sind. Der kritische Punkt ist bei 31 Grad und 73 Bar und der Tripelpunkt ist bei minus 57 Grad und 7 Bar. Diese beiden Angaben, die übertragen wir jetzt erstmal ins Diagramm. Der kritische Punkt, wenn wir später noch viel mehr darüber sagen, der ist hier oben, steht schon angeschrieben, der ist gekennzeichnet durch eine Temperatur, was hatten wir gesagt, haben wir vergessen, 31 Grad, oder? 31 Grad Celsius. Damit hätten wir also hier unsere Temperaturskala. Der Druck, da müssen Sie jetzt dreidimensional denken. Der Druck, den müssten wir jetzt hier so etwa hier einzeichnen. Das ist der Tripel, das ist die kritische Temperatur.
Hier hätten wir den kritischen Druck. Das sind, sagen wir, immer 74 Bar. Also 74 Bar. So, jetzt haben wir schon mal einen Punkt eingezeichnet. Zweite Information, die Trippellinie liegt bei minus 56 und 7 oder minus 57 und 7 Bar. Das heißt, das hier ist minus 57 Grad Celsius, die Tripeltemperatur. Und der Tripeldruck, müssen wir jetzt ungefähr hier einzeichnen, der Tripeldruck, ich vergesse es immer so leicht, 7 Bar, sagen wir 7 Bar. So, jetzt haben wir die Skalierung. Und jetzt suchen wir den Standardzustand. Erste Aufgabe, den Standardzustand lokalisieren. Standardzustand, oh, wir nehmen mal eine andere Farbe hier. Wir haben es ja. Nehmen wir mal, was wollen Sie für eine Farbe haben für Standardzustand? Grün, nehmen wir grün. Ne? Grün ist der Standardzustand. Ne? T-Standard ist 25 Grad Celsius, P-Standard ist 1 Bar. 25 Grad Celsius, ja, wo liegt das denn hier? Das liegt etwa hier, so ungefähr, kommt jetzt nicht genau auf die. Das wäre unser T-Standard. Wichtig ist nur, dass Sie es nicht hier unten zeichnen, ne? Dann haben Sie verloren, oder hier oben. Ne? Muss qualitativ richtig sein. Und P-Standard wäre jetzt, also alles, was auf dieser Linie hier liegt, alles, was auf dieser aus dieser Linie liegt, das ist hier Standardtemperatur. Standarddruck, 1 Bar wäre hier. Da müssten wir also hier was zeichnen jetzt. Auch hier könnten Sie jetzt hier diesen Kegel durchschneiden und würden dann also etwa sozusagen. Sagen wir mal so, ne? Hier treffen sich die beiden Linien. Also Sie schneiden dieses Diagramm einmal durch bei T0 und einmal bei P0 und Sie erhalten hier den Schnittpunkt. Das ist der Punkt, der dem Kohlendioxid bei Standardbedingungen entspricht. Also wenn Sie diesen Punkt sehen, sehen Sie, liegt im gasförmigen Bereich. Das hier ist unser Zustand 1, da haben wir also nur gasförmiges CO2 vorliegen. So. Jetzt sollen wir dieses Kohlendioxidgas isotherm durch Kompression verflüssigen. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Art Luftpumpe, Zylinder, haben hier Kohlendioxid drin und komprimieren jetzt, und zwar komprimieren Sie so langsam, dass die Temperatur immer gleich bleibt. Es wird Wärme entstehen dabei, aber Sie führen die Wärme ab und Sie achten darauf, dass die Temperatur zumindest am Schluss genauso ist wie am Anfang. Also Sie können gerne so komprimiert, dass die Temperatur erstmal steigt, aber Sie müssen am Schluss Temperatur wieder auf Standardbedingungen bringen, damit der Wunsch hier erfüllt ist oder die Aufgabenstellung erfüllt ist. Wie sieht das aus, wenn Sie die Temperatur konstant halten und das Volumen verkleinern? Sie bewegen sich dann entlang einer Isothermen zu niedrigeren Volumina und höheren Drucken hin. Und das bedeutet, Sie bewegen sich auf einer Linie, die hier auch schon mal gezeichnet ist, in der Richtung, dann läuft das hier in der Form und dann läuft das hier weiter. Da werden wir später auch noch drüber sprechen, dass diese Kompression zwischen Tripel-
Punkt und kritischen Punkt in einer ganz bestimmten Art und Weise erfolgt. Sie haben zunächst mal einen Druckanstieg, dann haben Sie eine Kondensation, weil der Druck konstant bleibt, und dann haben Sie einen ganz starken Druckanstieg. Bei diesem Punkt hier, den ich mal mit 2 bezeichnen will, bei diesem Punkt 2 haben Sie nur flüssiges CO2 vorliegen. Punkt 1 war hier nur gasförmiges CO2, und Sie gehen jetzt auf dieser blauen Linie zum flüssigen CO2. Sie haben 2 Knicke in der Kurve, 2 Unstetigkeiten, und für diese Linie bekommen Sie also schon mal einen Punkt in der Klausur. So, nächster Punkt, Sie nehmen Kohlendioxidgas und kühlen es isobar ab. Das heißt, Sie nehmen hier Ihr Behälter mit CO2 gefüllt und kühlen das immer mehr ab, wobei der Druck konstant bleibt. Das bedeutet, erstmal, ich brauche eine neue Farbe, nehme ich mal so braun, ne? Damit man es gut sehen kann. Das wäre jetzt eine isobare Abkühlung. Bedeutet, Sie bewegen sich jetzt von dem Punkt nach niedrigeren Temperaturen bei konstantem Druck. Dann bewegen Sie sich exakt auf dieser Linie. Und auch hier haben Sie wieder eine Unstetigkeit oder 2 Unstetigkeiten. Sie sehen, Sie bewegen sich dann auf das Gebiet fest gasförmig zu. Kohlendioxid bei Abkühlung verflüssigt sich nicht, sondern wird direkt fest, sublimiert, wie man sagt. Und das wäre hier der Zustand 3. Der Zustand 3 ist reines, festes Kohlendioxid, sogenanntes Trockeneis. Diese beiden Linien wären jetzt das, was ich erwarte als Antwort. Also man kann hier sehr schön alle möglichen Prozesse verfolgen an dem Diagramm. Sie sehen dann, wie die Phasen sich ändern oder auch nicht ändern. Es ist sehr, sehr instruktiv, dieses Diagramm. Oh, jetzt wird es wieder ganz elementar. Also haben Sie der Aufgabe eine Frage? Gucken Sie sich mal die alten Klausuren an, da haben Sie auch eigentlich in jeder Klausur so eine Aufgabe, wo Sie was zeichnen müssen. Mindestens eine Aufgabe. Phasendiagramme, das ist eine ganz wichtige Sache, Sie müssen sich in einem Phasendiagramm auskennen. Das ist noch die einfachste Form von Phasendiagramm, weil wir ja nur eine Komponente haben. Sobald wir 2 oder gar 3 Komponenten haben, wird es noch komplizierter. Aber das bringen wir auf die Reihe. So, zum Abschluss will ich Ihnen noch ein bisschen was über die Thermodynamik erzählen und über die beiden Begriffe Wärme und Arbeit. Die Thermodynamik ist eine erstmal ganz empirische Wissenschaft, basiert auf 4 elementaren Gesetzen, Naturgesetzen, die nicht beweisbar sind, aber die halt die wirklich das Fundament sind. Und ich sage da gerne dazu, das sind die Säulen der Thermodynamik. Im Englischen heißen sie die Law, also the first, the second law. Im Deutschen heißen sie 4 Hauptsätze. Erster Hauptsatz, die erste Säule bedeutet, also werden Sie später mal kennenlernen, Energieerhaltungssatz. Energie bleibt erhalten, egal was ist. Delta U Gesamt gleich 0. Die zweite Säule, werden Sie auch noch nicht drüber reden, Entropie kann nur zunehmen. Dritter Hauptsatz, Entropie bei 0 Kelvin ist 0. Nun hat man festgestellt, Moment, es gibt ja eigentlich noch eine grundsätzliche Gesetzmäßigkeit. Noch eine grundsätzliche Gesetzmäßigkeit, die wir auch noch berücksichtigen müssen. Und weil die nur grundsätzlicher ist und die eine schon vergeben war, nennen wir das Ganze nullter Hauptsatz. Der nullte Hauptsatz. Ja? Und aus diesen 4 Hauptsätzen plus Mathematik besteht die Thermodynamik. Mehr ist das nicht. Also alle Formeln, auch die Gibbsche Phasenregel und was wir immer noch ableiten werden, bestehen, sind abgeleitet aus diesen 4 Hauptsätzen.
Mathematik heißt natürlich jetzt nicht nur Addition und Subtraktion, Sie müssen also auch das totale Differential beherrschen, den schwarzen Satz beherrschen, und dann können Sie die Thermodynamik aufbauen. Ist für viele Leute ein bisschen schwer nachzuvollziehen, darum. Aber im Prinzip ist Thermodynamik nur Mathematik plus vier Hauptsätze. Zum totalen Differential will ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich will Sie erstmal nicht überfordern, dann zum Anfang. Aber der nullte Hauptsatz, der ist eigentlich von der Anschauung her total einsichtig, ist im Grunde die Definition der Temperatur. Wir haben hier drei Systeme, meinetwegen drei Körper, drei Systeme, und folgendes sagt der nullte Hauptsatz: A und B sollen im thermischen Gleichgewicht sein. Bedeutet, wenn ich A und B kontaktiere, passiert nichts. Sind im thermischen Gleichgewicht. B und C sollen auch im thermischen Gleichgewicht sein. Wenn ich B und C kontaktiere, passiert nichts. Wenn das so ist, wenn A und B und A und C im thermischen Gleichgewicht sind, dann sind auch A und C im thermischen Gleichgewicht. Das ist der nullte Hauptsatz der Thermodynamik. Klingt absolut trivial, ist aber wichtig, um das ganze Gebäude zu vervollständigen. Na, wenn A mit B im Gleichgewicht ist und B mit C im Gleichgewicht ist, dann ist auch A mit C im Gleichgewicht. Man kann auch sagen, die thermische Energie verteilt sich gleichmäßig über ein System. Im Grunde, wenn das nicht gelten würde, könnten Sie auch keine Temperatur messen. Stellen Sie sich vor, B wäre ein Thermometer. Ne? Wenn B mit A im Gleichgewicht ist und B mit C, heißt es, A und C haben die gleiche Temperatur. Nullter Hauptsatz der Thermodynamik. So, jetzt kommt eine wichtige Konvention. Hier haben wir unser System, hier haben wir unsere Umgebung, ein offenes System. Ein System kann Energie austauschen mit der Umgebung, und zwar in Form von Wärme oder Arbeit. Und da gilt folgende Konvention: Wenn ein System Energie aufnimmt, zum Beispiel wenn ich einem System Wärme zuführe oder Arbeit zuführe, dann rechnen wir das positiv. Und wenn ich einem System Wärme entziehe, wenn ein System Wärme abgibt, rechnen wir das negativ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Aussage habe, Wärme Q ist gleich minus 1 Joule, bedeutet das, unser System gibt 1 Joule an Wärme an die Umgebung ab. Oder wenn ich die Aussage habe, Arbeit W ist plus 1 Joule, heißt das, unser System nimmt 1 Joule an Arbeit aus der Umgebung auf. Vorzeichen ist extrem wichtig in der Thermodynamik. Also Sie müssen überhaupt sehr sorgfältig sein in der Thermodynamik. Sie müssen auf jedes Vorzeichen achten. Werden Sie dann auch gleich sehen bei Berechnung. Gucken wir uns hier ein Beispiel an mit der Wärme. Haben Sie im Physikpraktikum schon durchgeführt, dieses Experiment, ein kalorimetrisches Experiment, ein Experiment, bei dem Wärme ausgetauscht wird. Schauen wir uns das jetzt mal durch die Brille eines Physikochemikers an. System A, hohe Temperatur durch rot gekennzeichnet. System B, tiefe Temperatur durch blau gekennzeichnet. Sie bringen beide Systeme beide Systeme für sich sind zunächst mal im Gleichgewicht, für sich betrachtet. Jetzt bringen wir sie in Kontakt und das Gesamtsystem ist jetzt nicht im Gleichgewicht. Sie haben Temperaturdifferenz. Jetzt fließt Wärme von links nach rechts, von A nach B. Wir können sagen, A gibt Wärme ab, B nimmt Wärme auf. QA wäre ein negativer Zahlenwert, weil abgegebene Wärme wird negativ gerechnet. QB wäre ein positiver Zahlenwert. Übrigens, in der klassischen Thermodynamik dürfen wir nicht sagen, dass das System A Wärme enthält. Das geht nicht. Ne? Sie müssen sagen, Wärme ist eine Form der Energietransportes. So. Das hier ist der Gleichgewichtszustand. Irgendwann haben wir Gleichgewicht. Temperatur TA2 ist gleich Temperatur B2.
Und wir können jetzt für jedes System, für jedes Teilsystem, können wir das Delta berechnen. Wir haben Delta TA, TA2 minus TA1 ist kleiner 0. Und Delta TB, TB2 minus TB1, ja, ist größer 0. Also auch hier ganz streng Vorzeichen beachten. Negatives Delta T heißt, Temperatur nimmt ab. In der Physik haben sie das Experiment durchgeführt, und zwar haben sie es durchgeführt, um Wärmekapazitäten zu bestimmen. Es gibt nämlich eine Beziehung zwischen der Wärme und der Temperaturdifferenz. Und zwar ist das die Beziehung, dass die Wärme gleich der Wärmekapazität mal der Temperaturdifferenz ist. Das hier ist die Beziehung zwischen der Wärme und der Temperaturdifferenz für das System A. Dazwischen steckt die Größe CA, das ist die Wärmekapazität des Systems A. Dasselbe gilt auch für B. Und wenn wir keine Wärme verlieren, dann ist QB gleich CB mal Delta TB und mit negativen Vorzeichen eben versehen. Das ist die Grundgleichung der Kalorimetrie. Die Wärmekapazität CA gibt an, wie viel Wärme ich benötige, um die Temperatur des Körpers oder des Systems um 1 Kelvin zu erhöhen. Welche Einheit hat die Wärmekapazität? C. Joule pro Kelvin, richtig. Das ist eine extensive Zustandsgröße. Wenn Sie ein doppelt großes System haben, haben Sie doppelt so große Wärmekapazität. In der Thermodynamik arbeitet man gerne mit intensiven Größen. Darum kann man diese Größe umwandeln in eine intensive Wärmekapazität. Und zwar haben sich zwei Größen durchgesetzt. Einmal die spezifische Wärmekapazität. Da dividieren Sie die Wärmekapazität durch die Masse. Einheit wäre dann Joule pro Kelvin und Kilogramm. Oder in der Chemie gebräuchlich die molare Wärmekapazität oder Molwärme. Da dividieren Sie die Wärmekapazität durch die Stoffmenge. Also einmal eben hier Joule pro Kelvin und Kilogramm und einmal Joule pro Kelvin und Mol. Manchmal ist es sinnvoll, dass Sie sich ein paar Werte auswendig merken. Und hier würde ich vorschlagen, merken Sie sich die Wärmekapazität von Wasser. Die Wärmekapazität von Wasser wurde ja früher genutzt, um überhaupt die Wärme zu definieren. Eine Kalorie ist die Wärme, die benötigt wird, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen. Das heißt, die spezifische Wärmekapazität von Wasser ist 1 Kalorie pro Gramm und Kelvin oder 4,18 Joule pro Gramm und Kelvin. Das ist ein relativ großer Wert. Wasser hat eine ziemlich hohe Wärmekapazität. Wenn Sie die umrechnen wollen in die Molwärme, in die molare Wärmekapazität, müssten Sie einfach nur mit der Molmasse multiplizieren, ne, mal 18, dann haben Sie hier 75 Joule pro Mol und Kelvin. Diese Formel hier, mit der Sie Wärme ausrechnen können aus Temperaturdifferenzen, gilt nur für sogenannte sensible Wärmen. Sensible Wärmen, Wärmen, die man an der Temperatur erfühlen kann. Es gibt auch, ich will nicht sagen unsensible Wärmen, aber latente Wärmen, Wärmen, die fließen, ohne dass sich die Temperatur ändert. Und das will ich Ihnen an einem Beispiel hier zeigen. Nehmen wir an, Sie hätten einen Eiswürfel, meinetwegen von minus 25 Grad, und führen diesem Eiswürfel Wärme zu, meinetwegen mit einer Herdplatte oder sowas. Ne? Was passiert? Der Eiswürfel wird seine Temperatur ändern. Hier unten haben Sie die Wärme, die Sie dazugeben, aufgelistet. Hier haben Sie die Temperatur aufgelistet. Und Sie sehen, wenn Sie Wärme zuführen, erhöht sich die Temperatur.
bis auf 0 Grad. Die Steigung dieser Kurve übrigens, daraus können Sie die Wärmekapazität von Eis errechnen, die ist etwa halb so groß wie die von Wasser. Jetzt haben Sie einen Eisfüll bei 0 Grad, führen dem Wärme zu. Was passiert? Temperatur ändert sich nicht, sondern der Aggregatzustand ändert sich. Das ist eine latente Wärme, die macht sich nicht in der Temperaturänderung bemerkbar. Das sieht so aus, Sie führen Wärme zu und das Eis schmilzt, Temperatur bleibt konstant, bis alles geschmolzen ist. Und dann haben Sie Wasser von 0 Grad, erwärmen Sie, Sie brauchen pro Grad eine Kalorie. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt 100 Kalorien pro Gramm Wasser zugegeben haben, dann haben Sie Wasser von 100 Grad. Und dann, wenn Sie weiter erhitzen, brauchen Sie sehr, sehr viel Wärme, um das Wasser zu verdampfen. Wieder latente Wärme. Und am Schluss haben Sie Wasserdampf, den Sie weiter erhitzen können. Ein paar Zahlenwerte dazu. Sie haben 1 Kilogramm Wasser. Ein Kilogramm Wasser als Eis bei 0 Grad. Sie wollen das schmelzen. Sie brauchen 333 Kilojoule. Das ist die Schmelzwärme, eine latente Wärme. Sie haben 1 Kilogramm Wasser von 0 Grad, erwärmen das auf 100 Grad. Sie brauchen 418 Kilojoule, nämlich 4,18 mal 1 Kilogramm mal 100. Das ist eine sensible Wärme. Die können Sie richtig fühlen an der Temperatur. Und wenn Sie jetzt 1 Kilogramm Wasser verdampfen wollen, von 100 Grad auf 1 Kilogramm Wasserdampf, brauchen Sie sehr, sehr viel Wärme, nämlich diese 2257 Kilojoule. Damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich für Energien sind. Also ein Teil von diesem Aufgaben werden Sie auch im Praktikum noch durchführen, aber vielleicht mal so aus dem Alltag. Nehmen wir an, Sie kaufen sich oder Sie besorgen sich einen Tauchsieder, in dem Fall einen Reisetauchsieder mit 350 Watt. Im Praktikum haben Sie einen Tauchsieder, der hat nur 30 Watt, damit es ein bisschen langsamer geht. Wenn Sie einen ordentlichen Tauchsieder haben, haben Sie vielleicht so 1 Kilowatt. Nehmen wir 350 Watt. Ja? Und Sie gehen mit auf die Reise und Sie finden irgendwo finden Sie 1 Gramm Wasser, aber als Eis. Sie haben also Schnee oder sowas haben Sie. Ne? 1 Kilogramm Schnee und den wollen Sie jetzt schmelzen. Wie lange muss denn dieser Tauchsieder im Betrieb sein, damit Sie aus dem 1 Kilogramm Schnee 0 Grad 1 Kilogramm Wasser von 0 Grad kriegen? Sie brauchen 333 Kilojoule. Die Leistung Wie lange braucht es? 333.000 durch 350 sind circa 1000 Sekunden. Das sind circa Viertelstunde. Sie müssen eine Viertelstunde warten, bis Sie da Wasser haben, welches 0 Grad hat. Wenn Sie jetzt einen Tee kochen wollen, wie lange müssen Sie denn warten, bis das Wasser kocht? Na, so Pi mal Daumen, ein bisschen länger noch. Ne? 20 Minuten müssen Sie warten. Darum ist es vielleicht sinnvoller, einen stärkeren Tauchsieder zu nehmen. Wenn Sie jetzt das Wasser kochen lassen, dann dauert es eine ganze Weile, bis der Tauchsieder dann trocken läuft, nämlich fast 2 Stunden. Gut. Zu der Aufgabe kommen wir jetzt nicht mehr, die wir eigentlich noch machen müssten, aber
Wir wollen wie bei jeder Stunde, das kannst du jetzt mal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Moment, zusammenfassen. Diese Aufgabe machen wir nächstes Mal. Können Sie aber vielleicht schon zu Hause mal durchrechnen, dann geht es schneller und dann ist es vielleicht instruktiver. Also, wir fassen zusammen. Was haben Sie heute gelernt? Heute haben Sie gelernt, womit sich die physikalische Chemie beschäftigt, nämlich mit Systemen und mit Prozessen. Und die erste wichtige Gesetzmäßigkeit, das war die Gibbsche Phasenregel. Um ein System zu beschreiben, brauchen Sie F-Zustandsgrößen. Mit dieser einfachen Gleichung können Sie die Anzahl der Freiheitsgrade ausrechnen. Ein Gas zum Beispiel, ein reines Gas, braucht zwei Zustandsgrößen, um eindeutig charakterisiert zu werden. Dann haben Sie kennengelernt, dass es einen großen Unterschied macht, ob Sie jetzt Zustandsgrößen Z nehmen oder die Energieübertragungsgrößen Wärme und Arbeit. Wärme und Arbeit sind wegabhängig, die Zustandsgrößen Z sind nicht wegabhängig. Wir haben dann, das haben wir noch nicht gemacht, das müssen wir auch nächstes Mal noch machen, die wichtigste Form der Arbeit, mit der wir es zu tun haben, also in der Thermodynamik, ist die Volumenarbeit. Die können wir berechnen aus dem Druck und dem Volumen, sprechen wir nächstes Mal drüber. Und die Wärme, die sensible Wärme, die kann man sehr gut berechnen aus der Wärmekapazität und der Temperaturdifferenz. Und wenn Sie zwei Systeme in Kontakt bringen, bis zum Temperaturausgleich, gilt die Grundgleichung der Kalorimetrie. Die werden wir auch nächstes Mal dann anwenden. Die sollten Sie also auch im Gedächtnis behalten. Und behalten Sie auch im Gedächtnis, das negative Vorzeichen kommt daher, dass man abgegebene Wärmen als negativ rechnet und aufgenommene als positiv rechnet. Damit beende ich die heutige Veranstaltung. Nächstes Mal, dann dürfen Sie sich freuen auf gasförmige Systeme. Wir werden also intensiv uns mit diesen gasförmigen Systemen beschäftigen. Wir werden auch die Übungsaufgabe jetzt und andere Übungsaufgaben noch rechnen. Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal.